Die neueste Attraktion im Heidepark Soltau ist ein Spektakel mit Tentakel, die Krakenachterbahn. Heute wurde die Weltneuheit eingeweiht, Adrenalin pur, freier Fall. Man kommt sich ein bisschen vor wie im Fluch der Karibik. Einer von uns durfte oder musste das mal ausprobieren, Oliver Vollmering. Also Olli, einsteigen, Sicherheitsbügel runter, los geht's. Puh, 41 Meter, das entspricht ungefähr der Höhe eines 8-stöckigen Hochhauses. Das muss man sich mal vorstellen. Das Wetter ist schon mal schön. Das beruhigt einen so ein bisschen, aber oh je, von hier oben sieht das alles schon wieder ganz schön hoch aus. Okay, jetzt geht es ein bisschen um die Kurve. Jetzt wird abgebremst, das ist sehr beruhigend. Und jetzt kippen wir nach vorne. Oh, bleiben auch noch mal stehen. Und dann geht's. Moment mal, eins nach dem anderen. Ne? Es ist 10 Minuten vorher und ich werde mich jetzt also gleich, um Ihnen das mal von draußen zu zeigen, hier in diese Bahn begeben. Das ist also Deutschlands erster Dive Coaster im Heide Park Resort und da geht's da oben rauf, 41 Meter hoch und dann werde ich mich da runterstürzen lassen und ich habe als erster Reporter die Gelegenheit, hier mal so eine Testfahrt zu machen. Ist der reine Wahnsinn. Mir schlottern auch schon so ein bisschen die Knie. Und in der Magengegend, mal gucken. Sie ist zwar nur 476 Meter lang und die ganze Fahrt dauert keine Minute, aber die Krake hat es wirklich in sich. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn die Schienen sind komplett mit Sand gefüllt. Das macht sie unheimlich leise. Noch sitzen Dummies drin. Gleich bin ich dran. Ich habe Angst. An dieser Stelle wirkt das Sechsfache des Körpergewichts. Aber für die 12 Millionen Euro, die die Krake verschlungen hat, sollte doch eigentlich alles sicher sein. So, und jetzt wird's richtig ernst. Herr Meiringer, ist das denn auch wirklich alles sicher jetzt? Worauf Sie sich verlassen können. Sicherheit steht bei uns im Park an oberster Stelle. Die Bahn ist 100 Stunden schon mit Dummies gelaufen, getestet. Ich würde mich selber nie reinsetzen und ich würde es nie unseren Gästen zumuten, wenn ich auch nur einen geringsten Zweifel hätte. Wird okay. Spaß haben. Also Zweifel sind ausgeräumt. Okay, dann probieren wir es mal. Puh, 41 Meter, das entspricht ungefähr der Höhe eines 8-stöckigen Hochhauses. Das muss man sich mal vorstellen. Das Wetter ist schon mal schön. Das beruhigt einen so ein bisschen, aber oh je, von hier oben sieht das alles schon wieder ganz schön hoch aus. Okay, jetzt geht es ein bisschen um die Kurve. Jetzt wird abgebremst, das ist sehr beruhigend. Und jetzt kippen wir nach vorne. Oh, bleiben auch noch mal stehen. Und dann geht's. Abwärts! Ja! Juhu! Juhu! Ja! Wow! Boah, Junge, 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 ich kriege das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht raus hier. Die Freunde hier sind auch alle in Ordnung. Also es war wirklich eine sehr, sehr aufregende Fahrt, Herr Meiringer. Wie habe ich mich gemacht? Gut, gratuliere. Sie haben die Krake besiegt, kleine Medaille. Oh, wie schön, guck mal. Adrenalin hat er bis zu den Ohren. Ja, gut gemacht. Aber hallo hier, Mikrofon und Hände. Ich zitter noch am ganzen Leib. Ab morgen können Sie das auch alles erleben. Dann hat der Heidepark nämlich auch wieder geöffnet, Saison geöffnet und dann ist die Krake auch für Sie da. Ich kann das nur jedem empfehlen. Ich will noch mal. Okay. Und kriegt noch eine